Hallo und schönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2017 und wir sind richtig schön mit der Erntemaschine zugange, denn wir wollen damit ein bisschen rumspielen. Da gucken wir mal, ob wir das dann noch hinbekommen. So, ich werde mal jetzt gerade hier erstmal das Ding runterpacken. Senken, so heißt das nämlich, ne? Dass das mal abgelegt wird und dann werde ich es abkoppeln. Und dann fahren wir mal hier lang. Und schau mal, was der Smooth heute wieder für eine tolle Idee hat. Ja, so ist das halt, ne? Man muss sich auch Gedanken machen. Ich könnte natürlich auch immer wieder spielen, einfach so. Das ist natürlich, gerade auf einer Karte wie Altenstein, ein bisschen eintönig. Muss man dann auch mal gestehen. Aber, naja, ab und zu fällt mir mal was ein, was man denn machen könnte, diesem schönen Spiel. So. Und dann schauen wir doch mal, was wir haben. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit diesem riesen Ömmel. Dann ist das schon hart. Den Verkehr habe ich ausgemacht. Nicht wundern, warum ich hier so harikiri auf die Straße fahre, weil eben bei so ein paar Arbeiten da, es hat immer wieder gerappelt und dann habe ich mir einfach gesagt, es bringt, hast du halt einfach weggenommen. Ne? So, sehr schön. Der kleine Mann ist jetzt hier. Wir freuen uns und gehen in den Shop. Hätte ich natürlich auch anders aufrufen können, aber ist ja auch egal. Schneidwerke. So, wir haben das hier, 4,2 Meter und wir brauchen, ja, das hier zum Beispiel, ne? 4,5 Meter, das passt dann, sollte zumindest passen, weil wir haben ja ein bisschen Mais noch stehen. Wir mieten das ganze Ding für 1920, ja bitte, sehr schön. Weil ich das sonst nicht abholen kann, nicht so leicht, bin ich halt hier mit unterwegs. Der Vorteil bei diesem Schneidwerk ist, ihr seht das schon, es ist aber ein Stückchen breiter, aber eigentlich ist es auch ein bisschen schmaler, weil man kann es halt zusammenklappen. Das finde ich sehr, sehr passend bei den Schneidwerken für Mais und für Sonnenblumen. Auch wenn das jetzt nicht das richtige Schneidwerk ist, also viele wissen das vielleicht nicht, oder vielleicht doch. Man kann mit dem Schneidwerk hier, also man kann verschiedene Schneidwerke nehmen. Ich könnte mir zum Beispiel auch, ich weiß nicht, das größte Schneidwerk nehmen. Ja, ist vielleicht jetzt nicht. Nehmen wir mal das hier und könnte das an diesen dran bringen. Das hat nur einen großen Nachteil. Ich würde immer persönlich darauf achten, dass es ungefähr gleich ist zu eurem Standard, weil wenn ihr dann zum Beispiel das Rohr ausfahrt, das ist natürlich nur für eine gewisse Länge konzipiert und wenn ihr natürlich dann sagt, ihr ignoriert diese Länge, dann könnt ihr zum Beispiel nicht mehr gleichzeitig abtanken und fahren. Das geht halt dann nicht mehr. Ne? Also dementsprechend ein bisschen aufpassen, weil jetzt sind es 0,3 Meter oder was waren es insgesamt, da ist das nicht so wild, muss man einfach mal sagen. Aber wenn ihr dann zum Beispiel weiß ich nicht, halt so statt 4 Meter auf 10 Meter geht, dann wird das halt ein bisschen eng, weil dieses Rohr halt das nicht mehr auffangen kann. Deshalb sind auch bei diesen anderen Maschinen dann die Rohre dementsprechend länger. Wer hätte gedacht? So, wunderbar. Wir fahren jetzt mal hier rein. Ich war sogar Innenansicht, damit man ein bisschen mal hier eine kleine Herausforderung hat. Und dann gucken wir mal, weil hier oben das eine Feld, das war schon fertig bestellt. Ich habe es sogar gedüngt. Es müsste sogar die größte Düngestufe haben. Wir kommen, schauen mal gerade. Die Feldfrüchte gegrubbert, gedüngt, genau. Und ihr seht, aha, das ist also voll gedüngt. Das Feld 13, das habe ich irgendwie ein bisschen versäumt. Das war nicht so gut, aber nicht schlimm. Wir fahren trotzdem weiter. So, Helfer J hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das freut uns doch, sehr schön. So, bevor Helfer J jetzt aber hier Magie macht, werden wir hier erstmal. Oh, sehr schön. Das müssen wir vielleicht ein bisschen bearbeiten, das Feld. Wir wechseln gerade auf den Helfer J, da ist er. Der Streier Multi. Mit der. Ach, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr so ganz. Mit der Stara, genau, mein Gott. Diese Seemaschine hat einen gewissen Vorteil, denn sie ist eine Direktnaht. Man muss nicht grubbern, nix, und sie hat. Also hier, das ist das fertige Feld, ne, gerade fertig gemacht und er fährt einfach rüber, Düngestufe 1, er sät und er grubbert, also 3 in 1. Problem ist nur, der Helfer fährt dieses Gerät, also das Ding hat zwei Probleme. Der Helfer fährt jetzt nicht die beste Bahn, wir können uns das gleich mal anschauen, wenn er dann einmal gewendet hat. Und, ich steig mal gerade aus hier, so, und, das Ding kann man halt nicht zuklappen, was auf dieser Map Altenstein wirklich deutlich problematischer ist, als ich vorher dachte. Dementsprechend ist es halt, naja, es ist nicht das optimale Werkzeug für diese Karte, das muss man einfach so sagen. So, jetzt gucken wir uns das mal gerade an, wiefern er das jetzt hier ansetzt. Und ihr seht, er fährt halt hier sehr, ich steige mal gerade wieder ein, dann geht das besser. So, er nimmt halt, auch wenn es die erste Spur ist oder so, da habe ich vielleicht nicht perfekt angesetzt, aber rechts ist halt sehr viel Überstand, dementsprechend nutzt er nicht die volle Breite. So, die volle Breite nutzen wir jetzt aber hier, den Drescher haben wir aufgeklappt, wir klappen das Schneidwerk vorne auf
Und wir sehen, wunderbar, es funktioniert. Sehr schön. So. Ach, Motor starten. Ich sollte erst den Motor starten. Und dann können wir den Drescher starten. Und dann haut er auch schon den Mais rein. Sehr schön. Ja, so darf das. So, ich hoffe, man hört mich jetzt noch. Leider Gottes war mein Controller gerade alle. Auch das passiert. Meistens ist ja sonst mal mein Headset alle. Aber der Controller ist dann auch ab und zu mal alle. Das kann natürlich auch sein. Kennt PC-Spieler nicht, da ist die Tastatur selten alle, außer sie haben eine Funktastatur. Die soll es auch geben. Bin ich kein großer Fan von, aber es gibt bestimmt welche. So. Sehr schön. Weiter geht's ja also im Spielchen. Funktioniert aktuell sehr gut, wie das man so sagen darf. So, wenn ich jetzt sage, okay, Helferfreund, ich habe dieses Fett noch nie irgendwie benutzt. Ich würde erstmal sagen, ich hau hier hinten erstmal einen weg. Weil das ist mir zu nah da rechts an der Bäume dran, das ist ein bisschen, naja. Das Schöne bei Mais, finde ich, man kann Mais sehr, sehr schön, also diese Maisreihen fahren, das macht wirklich, das finde ich toll, da bin ich noch ein bisschen pingelig, weil ich mag das nicht, wenn ich so schief fahre. Leider fahre ich sehr oft schief, von daraus gesehen ist es, ja, nicht so gut. Hier sind echt sehr viele Bäume, wir müssen reinzoomen. So, jetzt fahren wir nochmal hier die Kiste da unten runter, weil ich weiß nicht, was da vorne ist. Bin ja auch großer Helfer-Fan, so ist jetzt nicht. Aber man muss natürlich vorher gucken. Da vorne ist nämlich ein Zaun, wenn du mal gerade ausguckst, da hinten, bei dem Bäumchen, dass ich da vorher einmal so, ja, vorwegkomme. Und man sieht auch, dass meist sehr, sehr, sehr ergiebig ist. Ich bin jetzt einmal rum und bin jetzt gleich bei 40%, also 37 habe ich jetzt gerade. Da müssen wir vielleicht mal gleich den Deutz hier hinbringen, dass wir ein bisschen abtanken können. Ah, ich glaube, wenn ich jetzt noch einen ransetze, dann muss ich hier gar nicht erst quer gehen. Ja, das kann ich auch so machen. Sehr gut, hier über den Acker kann ich erfahren. Das ist ja nicht meiner. Das ist das Schöne. So, jetzt würde ich das sogar mal testen mit dem Fahren, ob er denn da hinten um die Kurve kommt. Das ist eigentlich das Wichtigste dabei. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir an hier, Kollege. Er ist hier fleißig am Sehen, das geht auch sehr gut. Und der Deutz kann das natürlich genauso gut wie die anderen. Na egal, jetzt kann ich auch da unten lang fahren. Nicht der beste Weg, aber egal. Wir schaffen das trotzdem. Aber ein bisschen abkürzen, es ist ja frisch gemäht, das ist ja dann egal. Man kann jetzt auch hier rechts durchfahren, das geht auch sehr gut, das ist eine kleine Senke. Ja, empfehlen, das geht, das sagt er zwar, fahr nicht zu tief ins Wasser, aber es geht. Hintergrund ist nämlich, wenn ich dann mit der Erntemaschine, mit der Sämaschine hier vorne über die Brücke fahre, das ist teilweise sehr, sehr eng. Deshalb, ja, mal gucken. Ich werde das vielleicht nicht sehen, wenn ich die Maschine dann darüber fahre, dann kann das ab und zu mal ein bisschen eng werden. So, wo eng, hier müssen wir auch wieder rüber. Ich bin auch großer Deutz-Fan, muss ich sagen. Ich mag diese Trecker, weil die mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnern. Weil nämlich mein Bauer des Vertrauens von dem an, der hat nämlich so ein Ding gehabt. Also nicht genau den gleichen. Wir haben eben noch drüber geredet. Ich habe leider vergessen, welchen er hatte, aber er hatte einen Deutz. Das ist ja eigentlich auch cool. So, dahinter, der konnte wenden. Das sieht sehr gut aus. Wir fahren mal gerade dran vorbei, wenn wir schon den Trecker hier haben. Ihr seht jetzt, ja, nicht optimal, ne? Das kann vielleicht ab und zu mal am Schneidwerk hängen, dass er damit nicht zurechtkommt, weil rechts, also vom von der Erntemaschine rechts ist natürlich jetzt ein bisschen was übergestanden, wo man dann vielleicht das ein oder andere, ja, vielleicht nicht die Frucht fahren, vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen besser machen könnte, wenn man das dann möchte. Muss nicht sein, ist auch soweit in Ordnung. So. Hier werde ich jetzt einfach mal gleich den Deutz hinstellen, nämlich genau hier hin. Wenn ich jetzt noch vorbeifahre, dann meckert er vielleicht, aber das kann er gerne machen. So, Helfer raus bitte. Dann fahren wir mal das Rohr raus und wir sehen jetzt auch sehr schön. Das ist auch, ist jetzt nicht die feine englische Art, aber ihr seht, das Rohr ist halt, man könnte noch breiter fahren, ne, etwas. Also ich sag jetzt mal, können wir mal testen. Also ich würde mal sagen, wir hätten von der Schneidfläche mindestens 2 Meter, weil wir müssen ja immer die Hälfte nehmen, weil links und rechts ja jeweils dann, wenn 2 Meter kommen, natürlich links und rechts jeweils 1 Meter dran vom Schneidwerk. Ich jetzt hier. Also hier würde dann 1 Meter rankommen, hier noch 1 Meter ran. Das würde diese Maschine noch schaffen. Aber der Korntank von diesem Ding ist natürlich auch begrenzt. Und wenn ihr natürlich eine breite Spur fahrt, könnt ihr natürlich viel weniger, geh doch mal an hier. So, viel weniger Bahnen fahren. Ihr macht zwar dann, erntet zwar auf die Dauer schneller, aber ihr müsst dann viel häufiger abtanken. Das ist natürlich das Problem dabei. So, sehr schön. Eine Runde fahren wir hier nochmal selber. Ja, Mais macht man irgendwie viel zu selten, finde ich zumindest. Sehr viel, also jetzt wenn man das sieht hier, die paar Bahnen, das werden 2 volle Hänger werden. Meist natürlich sehr, sehr ergiebig für
für die BGA kann ich auch sehr empfehlen. Und das macht auch noch Spaß. Also die meisten BGA füllen und so weiter, das ist schon ganz lustig. Das kann man mal bringen, sagen wir es mal so. Sehr gut. So. Haben wir das eigentlich auch geschafft? Dadurch, dass ich jetzt nur geliehen habe, 1900 kostet das ungefähr. Ich glaube, der Maispreis ist auch so gut, dass es lockerflockig passen sollte. Ich schmeiß den Heini hier mal gerade wieder an. Können wir gerade den Maispreis mal angucken, ob sich überhaupt diese Investition, die ich jetzt gerade gemacht habe. Maispreis, da, 1529 ist aktuell der Preis. Sprich, bei 2000 Litern, die ich abgeben kann, bin ich dann im Soll. Das ist natürlich sehr, sehr cool dabei und macht dann sehr viel Spaß. Muss ich mal gucken, da könnte ich zum Beispiel noch ein bisschen Weizen verkaufen. Das ist gerade mit 1300, ist ja ganz gut dabei. Tank ist leer. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Das machen wir ganz schnell nochmal voll. Und dann fahren wir nochmal ein bisschen verkaufen. Und dann kommt eigentlich noch das Highlight der ganzen Folge. Aber dazu später mehr. Sehr gut. So. Und also hier wird es jetzt schon ein bisschen enger. Das ist dann das Problem von diesem Werk. Komm mal hier lang. Also hier ist auch ein bisschen... Ah, muss man echt genau da fahren. Da wollte ich eigentlich reinfahren. Oh, das wird ganz knapp. Natürlich nicht. Ja, das ist dann das Problem dieser Maschine. Weil man sie einfach nicht zusammenklappen kann. Die ist sonst echt gut. Aber, ja. Halt nicht hundertprozentig gut. Muss man auch mal sagen. Gleich ist aber voll. Weiterfahren hier. Da werde ich sie auch, denke ich mal, mit Dünger erstmal, oder mit Dünger leerfahren und dann mit Saatgut dann vielleicht schon wieder verkaufen. Ich habe nicht viel, gefahren, aber es wird trotzdem reichen, denke ich. Sehr gut. So. Hier geht's weiter. Versetzt machen wir. Guck mal, so, Mann, das sollte ja eigentlich funktionieren. So, jetzt können wir mal gerade hier sagen, wo verkaufen können wir ja nicht, weil der ja gleich wieder voll sein wird mit 51%. Ah, vielleicht. Naja, wir lassen es jetzt mal. Oh, da vorne ist er übergeblieben oder ist das ein Grafikfehler? Ah, ist ein Grafikfehler, mehr nicht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, der ist gleich fertig hier. Dann fahren wir gerade nochmal selber. Sehr gut. Und das auch durch. Also ihr seht dann schon, wenn man das selber fährt, dann kann man natürlich die Spur optimal nutzen und dementsprechend sollte das haben. Ist natürlich schade, dass ich jetzt für diese 5% das Ding nochmal betanken muss, aber nicht schlimm. Wir haben es ja, ne? So ist es dann halt. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. So, wir stellen den Ömmel jetzt einfach mal gerade hier hin und fahren mit dem einfach gerade mal weiter zur nächsten Station. Sehr gut, sehr gut. So. Mal ein bisschen Vollstoff hier geben. Ist auch mal sehr schön. So, hüpfen. Nach links bitte. Kein Verkehr an. Nicht vergessen. Auch sehr gut, sehr wichtig. So. Dann stellen wir den gerade mal hin. Den können wir mal wieder abtanken hier. Legen. Ah, man merkt dann, dass der noch ein bisschen mehr Power hat als der andere Trecker. Jetzt wieder einmal abtanken, genau. Hoffe, er hat einen fast vollen Kotflank. Jetzt aber schnell. Wichtig ist immer, dass er das dann noch macht, bevor er. Also bevor die Bahn fertig ist, weil dann bleibt er nämlich am Ende stehen. Könnt jetzt mal ein bisschen pokern und sagen, okay, ihr könnt das machen. So, der Steyr Multi ist ein guter Trecker. Aber leider Gottes ist dieser Trecker viel zu schwach für diese Karte. Von den Gerätschaften her, er schafft alles, alle Geräte, die ich habe, kann dieses Ding bewerkstelligen. Vielleicht nicht das Schneidwerk mit beiden. Das wird ein bisschen eng. Ansonsten ist es ein guter Trecker, aber leider Gottes hat er viel zu wenig PS. Wir gucken uns das Ganze mal gerade schon an. Wo ist er? Der Steyr Multi, da ist er. Wir haben ihn in dieser Form. Den gibt es mit 114 PS oder mit 99 PS. Ich glaube, wir haben sogar die 114er Variante. Wir können ja gerade mal im Dings gucken. 114er Variante. Ne? Also es ist bei Weitem kein schlechter Trecker. 40 km/h von den 184 Euro am Tag. Ist auch vollkommen in Ordnung. Wir gehen auf den Deutsch, da werdet ihr euch kräftiger schrecken. Der kostet mich 357 Euro am Tag. Das ist natürlich schon ein bisschen krasser. Aber das Problem bei diesem Trecker ist halt einfach nur diese 114 PS. Das ist schon wirklich sehr, sehr wenig. Dementsprechend werde ich mich jetzt leider Gottes von ihm trennen. Ja, wer hätte es gedacht? Weg damit.
So, erstmal das Ding hier. Weg damit. Steht nur noch drin, aber so ein Stück zurück schon. So, jetzt aber hier. Ja, weg damit. So, 494 Euro bekommen. Und jetzt kommt der gute Mann hier. Eine Frau oder was auch immer es ist. Ein Trecker halt. Und wir sehen hier nochmal, 62.926 bekomme ich jetzt für den, wenn ich das jetzt so mache. Und ich kann es nicht oft genug sagen, wenn ich den so verkaufe, sind es nur 52.439. Warum? Ja, man kommt bei diesen Händler, wenn ihr das da hinbringt, mehr Geld dafür. Mehr Geld für den Trecker, das ist natürlich sehr gut. Dementsprechend Trecker weg. So. So schnell geht das. 494 Euro müssen wir uns jetzt gerade nochmal merken für die für das Gewicht, was ich gekauft habe. Das war das hier. Das kostet nämlich 550 Euro. Also haben wir jetzt nicht ganz so viel Einbußung gehabt. Und dann geht das schon mal ganz gut. So. Wir kaufen jetzt schon mal ein Gewicht. Toll, ne? Mal gerade gucken. Wir kaufen auch das Gewicht. Genau. So. Kaufen. Alle freuen sich und tanzen ihren Namen. Sehr schön. So. Und jetzt kaufen wir einen Trecker. Ich habe mir große Gedanken gemacht. Ihr habt natürlich auch kräftig geschrieben, was für einen Trecker ich kaufen soll. Und ich habe mich für den Hüdemann entschieden. Nein. Der Hüdemann ist natürlich ein lustiger Trecker. Keine Frage. Gerade mit Pflegebereifung sieht er aus wie so ein Kinderfahrrad. Aber wir wollen ja was für Männer haben. Ne? Und Männer brauchen natürlich auch ein bisschen Power. Und dementsprechend gibt es einen T5. Nein, gibt es auch nicht. Der T5 ist natürlich auch ganz witzig. Natürlich mehr so ein moderner Trecker. Aber mit der PS-Leistung, da steigern wir uns nicht so wirklich rein. Wir haben hier den Russen-Trecker. Den, ja, ich nenne ihn immer so, weil der auf der russischen Karte startet. Ich glaube, ist vielleicht ein russischer Anbieter. Wie gesagt, der Laie in mir, der, naja. Den Hüdemann, der ist echt gut, den mag ich. Den habe ich immer auf der allerersten Karte, wo ich ja mit dem Landwirtschaftssimulator 2017 angefangen habe, hatte ich ihn. Ein wirklich guter Trecker, der für so kleine Arbeiten toll gemacht ist, aber leider Gottes 127 PS, das ist mir zu wenig, weil der Deutsche, den ich habe, der hat 143 PS. Und das ist in Ordnung. Ich könnte mir jetzt hier den Vario holen, den 300er, auch ein sehr guter Trecker, keine Frage. So, 138 PS habe ich mit Frontlader. Ich brauche unbedingt einen mit Frontlader, sonst kann ich das vergessen. Komme ich aber nicht weiter mit. Und nur Pflegebereifung, wer will denn so einen Quatsch haben? Der Case selber, ein super Trecker, wirklich. Ich kann ihn zwar nicht mehr sehen, wenn ich irgendwo eine neue Karte starte, weil er steht überall rum, aber es ist halt preis-leistungsmäßig ein sehr guter Trecker. Er hat 145 PS und er hat einen Frontladeranbau und natürlich Breitreifen. Also das ist schon cool, aber er fällt diesmal raus, weil wir haben ihn ja schon tausendmal gesehen. Der T6, das ist natürlich nochmal so eine Variante, wo ich mir sage, okay, da wird es interessant. Ne? Frontladeranbau, ja. Und 163 PS, wenn ich ihn pimpen möchte. Das ist natürlich ziemlich cool. Ja, nur Pflegebereifung. Ah, gut, okay, das geht auch. Valtra N hatte ich schon auf meiner Q-Karte. Ne? The Old Steam Farm. Same, ja, wäre vielleicht auch eine Idee. 138.000 Euro, 166 PS im Standard und 193 PS geht er dann hoch. Das ist schon mal ziemlich cool. Der Fendt 700 Vario, der kann natürlich auch richtig was. Ein super Trecker, habe ich auf meiner allerersten Karte gehabt. Also der ist schon toll mit dem 50 km/h und so weiter, macht ziemlich viel Spaß. Aber, es wird das sehen. Warum? Ja, das ist die große Frage. So, Frontladeranbau, ja. Ich nehme direkt die 193 PS, glaube ich, oder? Ich habe so viel Geld, ich weiß ja gar nicht, wohin damit. Genau. So, Radsetup, Breitreifen natürlich. So, muss ja auch ein bisschen sein. So, Farbe können wir nicht auswählen, ist auch egal. Oder nehme ich nur die 166 kW. Ach komm, wir nehmen den dicken, ist auch Wumpe. Was kostet die Welt? Tada, da ist er, der neue Trecker von mir. Ich finde ihn sehr schön. Ich hoffe, ihr auch. Sieht man nicht so häufig. Vorne hat er natürlich, mein Gott, hat er eine Beleuchtung. Das ist ja der Wahnsinn. Und der ist noch sauber im Vergleich zu meinen anderen Treckern, weil ich keinen Kärcher habe. Aber es ist ein schöner Trecker. Wir gucken ihn mal von innen an. Ups, dafür sollten wir uns einsteigen und hier mal gucken. Helfer K, die Arbeit erfolgreich erledigt. Ihr seht, das ist ein, kein Hightech-Trecker, aber ja, vollkommen in Ordnung. Ne? Also, der Same Fortis, der kann es halt. So, Hupe ist scheiße, aber ist nicht schlimm. Wir sind ja hier zum Hupen da, sondern wir sind hier da um mit diesem Monster. Upsala, mal hochnehmen das Ding. Mal richtig Maggi zu geben. Beschleunigung ist. Ja, die hätte ich mir ein bisschen besser erwartet gerade. Ja, wenn ihr einen Beschleunigungstrecker wollt, geht auf die Fans zu. Das ist so gut, die Dinger, wirklich. Also, das ist wirklich klasse. Aber, guck mal hier, der geht ja gut ab. Der Sound ist in Ordnung. Trecker, die Dings ist zwar doof, aber das, also die Hupe, aber das ist nicht so schlimm. Aber ich muss sagen, das funktioniert wirklich gut. Jetzt wird es natürlich eng hier auf dem Hof. Da muss man natürlich ein bisschen vom Speed runtergehen. Aber er schafft das locker flockig. Er schafft es hier reinzufahren. Sehr gut. Er kann sogar, und das ist jetzt das Wichtigste überhaupt, da werde ich mir vielleicht noch was anderes kaufen, aber er kann
hier reinfahren. Wir können auch mal in die Innenansicht wechseln. Das sind so immer so die Knackpunkte dabei, ne? Wo kann der Trecker langfahren? Denn die Kurve schafft, glaube ich, kein Trecker. Aber wir können dann hier langfahren. Dann können wir auch mal diese Biorette drehen. Sehr schön. Und dann können wir hier langfahren. Also, ich will eigentlich nur zeigen, dass man mit dem Trecker gut von A nach B und C und so weiter fahren kann. So, man kann damit sogar gegen was gegenfahren. Sehr schön. So, jetzt werden wir mal gerade hier das Ding absetzen. Und ein bisschen Lack da dran setzen. Und mal hier allen Gedöns nehmen. So, dann haben wir hier das Ding aktiviert. Das ist natürlich manchmal so eine Sache bei diesen Autoladern. Die stellt man irgendwo ab und dann hat man das Theater. Guck mal, es fällt da sogar runter. Ist das nicht schön? Ballen entladen an dieser Stelle. Genau. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist ein Trecker. Also, man merkt schon, dass er hier den Berg oder sowas interessiert ihn nicht. Ne? Also, der fährt einfach hoch. Das ist natürlich schon ziemlich cool, finde ich jetzt zumindest. Aber macht schon Spaß, ne? So, wo will er hinfahren? Ich habe da hinten nämlich einen Ballen vergessen. Den wollte ich gerade mal einsammeln. Das ist natürlich so eine Spritztour viel, viel besser. Man muss natürlich auf dieser Karte bei 50 km/h auch mal bremsen. Also viele kennen das nicht, kennen das auch im Straßenverkehr nicht. Aber das wäre dann auch so eine Sache. So, und jetzt ist das coole Autolader, klack ist da dran, richtig cool das Ganze. Fahren wir einfach weiter, kann man sich natürlich sehr viel Zeit sparen, gerade für viele Ballen etc. Natürlich nicht sehr realistisch, keine Frage, aber wir kriegen das schnell hin. So. Das passt schon mal sehr gut. Wir geben richtig Maggi und fahren mal zu den Grünen wieder. Du wirst mich abladen, da haben wir unsere Ballenstation. Aber ja, den Berg und so, das macht schon Spaß. Also damit dann darum zu persen und so, das ist schon ein bisschen was anderes. Und toll. Wunderbar. Ein guter Trecker, gefällt mir vom Fahrverhalten her. Er ist nicht zu groß für diese Map. Ich habe damals mal den Fendt, welcher war das denn nochmal? Jetzt muss ich mal gucken. Favorit, genau, den großen. Da ist er. Es war, glaube ich, nur der 800er. Habe ich damals mal auf meiner Retro-Farm gehabt. Und der war halt einfach viel zu groß. Genau, das passt da nicht so. So. Eine wichtige Sache müssen wir natürlich jetzt noch machen. Nämlich, wir geben jetzt mal Maggi. Abkoppeln. So, wir schmeißen das da einfach hin. Das ist vollkommen egal. Wir müssen das auch nicht zusammenklappen, denn mir wurde gesagt, und das wusste ich vorher nicht, das ist schon mal sehr nett, dass man diese Sachen, die man geliehen hat, einfach so zurückgeben kann. Testen wir mal gerade. So, wir gehen in die Garage. Und ja, geht wohl doch nicht, ne? Aha. Aha. Ja, muss man doch zurückbringen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Dauert jetzt natürlich sehr lange. Egal, das machen wir jetzt gerade noch. Und dann ist aber auch gut. Lassen wir auf 5 gerade sein. Voilà. Mal reinfahren hier. Tja, hätte ich jetzt gedacht, dass man das einfach so verkaufen kann. Aber nicht schlimm. Wir schaffen es trotzdem. Jetzt klappen wir es natürlich ein. Ihr seht, das ist echt cool. Das ist mag ich bei diesen Dingern. Gute New Holland Schneidwerk. Hat dann auch hier den Dienst erfüllt. Ist natürlich ein bisschen nervig, dass man das natürlich mit dem Ding immer hin und her bringen muss. Wobei natürlich, wenn ich jetzt sage, ich spezialisiere mich auf Mais, dann leihe ich mir sowas natürlich auch nicht permanent aus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man leiht sich eine Erntemaschine aus, dann muss man natürlich schon mal ein paar Meter fahren. Und die Erntemaschinen sind natürlich nicht für ihre Geschwindigkeit bekannt, habe ich mal gehört. Aber was soll es werden? Ich könnte mal meinen Controller an den Lademechanismus der PlayStation hängen, fällt mir so gerade ein. Aber hey, was soll's. So, sehr schön, sehr schön. Ja, bevor wir zum Schluss kommen, also wie gesagt, der Same, der macht echt Spaß. Ich muss da vorne gleich noch ein bisschen, nee, gesät habe ich ja schon. Ich könnte das neue Feld, was ich gerade geerntet habe, mit dem Mais, das muss ich noch sehen. Ein guter Trecker, ein, ja, macht schon Spaß. Wenn man einmal hier diese Beschleunigungsmonster gefahren hat, dann will man diesen, ja, diese anderen Trecker gar nicht mehr machen. Also JCB zum Beispiel, das ist ein mega geiler Trecker, aber der ist von der Beschleunigung, ist das, glaube ich, der langsamste Trecker der Welt. Und die Endgeschwindigkeit ist natürlich echt toll. Aber wenn man einmal so einen Deutz, also so einen richtig fetten Deutz zum Beispiel, die gehen ab die Ratte, richtig cool, auch auf meiner Crew-Map habe ich das gemacht. Da habe ich mir den Deutz Warrior in der Warrior Edition geholt zum Main. Und boah, was waren das für Raketen, sage ich euch. Also richtig, richtig toll. Das kann man schon mal bringen. Das funktioniert dann auch sehr, sehr gut. So, wir fahren jetzt hier rechts lang. Nämlich hier über den Acker fahren, aber über die Brücke, heißt das so. Dann bin ich gleich wieder da und dann haben wir unser Schneidwerk wieder vorweg und dann
Ja, geht das ganze Spiel wieder von vorne los, ne? Säen, ernten, Bäume fällen oder was auch immer man so als Landwirt so machen kann. Ich glaube, ich muss hier lang fahren. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es jetzt gerade abgestellt habe. Ach nee, da hinten habe ich es abgestellt, genau. Ja, Landwirt-Demenz nennt man dann sowas, aber schauen wir mal. Sehr gut, so, da ist es auch schon. Feine Sache. Aber eine müssen wir als geerntet haben dabei. Und ausgesehen, werde ich dieses Monstrum jetzt einfach nehmen und wieder an seinen Platz fahren. Mal gucken, ob ich das in der Innenansicht da reinschaffe. Also so ein bisschen hat man sich jetzt ja an diese Karte hier gewöhnt und dass das auch soweit alles fluppt und so weiter. Aber man kann auch gegen den Zaun wunderbar gegenfahren. Das geht auch sehr gut, habe ich gerade eindrucksvoll unter Beweis gestellt. So, jetzt müssen wir mal gerade hier so fahren. Wenden in 20 Zügen, nennt man dann sowas. Ich fahre jetzt vorwärts rein, ist ja nicht schlimm, oder? Hier ist keiner böse. Hast du da wohl rein? Vorwärts? Ah, oh, hier, guck mal. Ja gut, jetzt. So, fertig. Hinten irgendwo hängen. Ach nee, doch, ich bin vorne drin. Sehr gut. Ach, freut mich. Haha, tanze ich meinen Namen. Sehr schön. Dann holen wir den Dolz wieder zurück. Auch den Dolz behalte ich erstmal. Weil ich dachte mir gerade so, ich weiß noch nicht genau, warum ich ihn behalten sollte. Weil ich könnte ihn eigentlich auch gegen einen, guck mal, hier habe ich ja auch gerade gesehen. Ich könnte den Dolz auch einfach eintauschen gegen einen Kompaktlader. Habe ich nämlich so ein kleines Ding auf dem Hof. Aber ich mag ihn halt einfach sehr zu doll. Und diese Kindheitserinnerung, ja, da kann man sich gar nicht von trennen. Zoller. Fast versenkt, das wäre nicht so gut. Den hätte ich sofort verkauft. Sehr gut, ja, 9172 Mais mal 1,5 kann man das ungefähr rechnen, dann habt ihr ungefähr den Europreis raus. Dann funktioniert das schon mal sehr gut. Ja, also so ungefähr 10.000 Euro oder so. Nee, Quatsch, mehr. Nee, Rechengenie. So, sehr schön. Wunderbar, rein damit. Dann soll er es mal leer machen und dann sieht das schon mal gut aus. Wunderbar. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2017. Ich würde sagen, habt einen schönen Tag. Genießt das schöne Wetter. Es wird Frühling, also dementsprechend. Und wenn ihr mal hört, es waren jetzt nur die Hühner, eben hat man so ein paar Vögel gehört. Ja, es wird warm in Deutschland. Das sollte man ausnutzen. Ich werde jetzt nochmal hier ein paar Eier sammeln. Die habe ich nämlich noch gar nicht gesammelt, seitdem ich Dinge spiele und ja, mal gucken, was wir damit noch machen. Mit den ganzen ertragreichen Eiern hier. Ne? Schauen wir mal. So, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Landwirtschaftsmodell 2017. Ja, viel Spaß können. Ciao, ciao.